Tag, ich bin Susanne Meergart von Van Am Kunstauktion und leite hier die Abteilung Europäisches Kunstgewerbe. Heute habe ich Ihnen auch wieder ein neues Stück aus unserer kommenden Auktion mitgebracht. Es handelt sich diesmal um ein Werk des Jugendstils, eine große Jardiniere, die von Emanuel Schmutzer im Jahre 1898 für die Berliner KPM geschaffen wurde und dann auch auf der Pariser Weltausstellung 1900 der Öffentlichkeit auch präsentiert wurde. Wir sehen hier in ovaler Form, es ist eine sehr große Jardiniere, und wir sehen hier eine ganz bewegte Wandung in Form von Wellenspiel, und man sieht auch mal ein bisschen Gischt, und es ist ein sehr bewegtes, dynamisches Objekt. Auf den Rändern haben wir hier einmal einen Nöck mit Fischschwanz, lauernd fast schon, und auf der anderen Seite sehen wir eine Najade, die sich so ein bisschen von ihm wegdreht und von ihm wegschwimmen möchte. Die beiden Figuren sind sehr skulptural behandelt. Bei dem Nöck sieht man tolle Rückenmuskulatur, die Hände sind sehr, sehr fein gearbeitet, die Gesichtsausdrücke sind sehr sprechend und aufeinander bezogen, erzählend. Was jetzt auch für die ganzen Jugendstilkünstler, die im Bereich Keramik gearbeitet haben, so wie Schmutzer auch, eine ganz tolle, neue, spannende Zeit auch war. Man konnte oder man fing an, mit Glasuren zu experimentieren. Die Glasur ist nicht mehr einfach nur dazu da, um Blumen oder einzelne Details oder Konturen oder Ähnliches zu zeigen, sondern sie wird eigentlich, verschmilzt sie mit der Formensprache des festen Materials und unterstützt das. Und das sieht man eben hier ganz besonders. Es sind Grüntöne, Blautöne, leicht, Celadon. All das zerfließt ineinander, ist aber ganz sicher nicht willkürlich aufgetragen. Es ist wirklich wie gemalt. Und diese beiden Dinge machen es eben zu einem Teil einer neuen Ära, die jetzt damals um 1900 eben das erste Mal gezeigt wurde. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich das Stück bei uns in der Vorbesichtigung anschauen. Wir haben sicher auch noch das eine oder andere, was Sie interessieren könnte. Vielen Dank.